ich bin hier in... Wo bin ich? In meinem YouTube-Zimmer, natürlich. Das heißt, ich bin nicht mehr in der Sommerpause. Und während dieser Pause ist wahnsinnig viel passiert, auf das wir ja gar nicht reagieren konnten mit unserer Sendung. Und diese ganzen verrückten News hat mein Team für mich und für euch mal rausgesucht. Ein Kaffeebesitzer will, dass Mitarbeiterinnen, die ihre Periode haben, einen roten Aufkleber tragen. Das ist echt? Warum will er das? Australischer Kaffeebesitzer erzählt in einer Radioshow, dass eine Mitarbeiterin emotional gestresst und hormonell war, als sie ihre Tage hatte. Also er will die Gestressten gekennzeichnet haben, damit er weiß, dass die ihre Tage haben. Das heißt, ohne diese Aufkleber wäre es ihm nicht aufgefallen. Er nannte das Beispiel von Fahranfängerinnen, die Aufkleber auf dem Auto haben. Das fände ich aber geil. Da mache ich mit. Ja, oder der macht ein Geschäftsmodell draus und sagt dann, jeder, der seine Tage hat, darf dann den Kaffee da nur noch aus Menstruationstassen trinken. Ja, wobei, dann hat man endlich so eine Antwort auf diese dumme Frage. Sag mal, hast du deinen Tag oder was? Dann kann man sagen, ja, hier, siehst du doch am Aufkleber. Schweizer Stimmen für höheres Rentenalter für Frauen. Frauen sollen künftig erst mit 65 Jahren in Rente gehen, statt mit 64. Also ein Jahr länger arbeiten. Warum? Wie? Das haben die selber entschieden. Gut, die können froh sein. Ich meine, in der Schweiz gibt es Regionen, da dürfen Frauen erst seit den 90ern wählen. Also ein Jahr länger arbeiten, das ist ja nur fair, weil dazwischen kriegen Frauen ja auch Kinder und pflegen ihre Eltern und die vom Mann und oft auch noch die vom Ex-Mann. Also dann müssen die ja auch ein bisschen Arbeit nachholen. Beyond Meat Manager soll Mann in die Nase gebissen haben. Beyond Meat ist dieses fleischlose Fleisch. Der hat einfach schon sehr lange kein Fleisch mehr gegessen. Der wollte... Das Fleisch soll er an der Nasenspitze abgebissen. Der hat dem richtig ein Stück Fleisch aus der Nase gebissen. Wie lustig ist das denn? Wenn er da mit seinen ganzen Leuten zusammensitzt. Du hast was gemacht? Ja, ich... Sorry. Vielleicht war es auch nur ein Produkttest für den neuen Beyond Meat Nasenburger. Ich glaube, das ist nicht das, was mit Fleischersatz gemeint war. Nase ist ja zum Beispiel in Frankreich von Schweinen ist das ja eine Delikatesse, ne? Nase, Ohren, das ist teuer. Nase schmeckt, das wissen die wenigsten, tatsächlich so, wie man es sich vorstellt. Also es schmeckt genau wie Nase. Autonomer Geschirrspüler sperrt 22-Jährige in Bad ein. Ein sich von selbst öffnender Geschirrspüler hat eine Frau in Baden-Württemberg in ihrem Badezimmer eingesperrt. Die Klappe vom Geschirrspüler ist so aufgegangen, dass sie quasi die Tür versperrt hat. Die konnte die Tür nicht mehr aufmachen. Das ist scheiße. Oh Gott, was? Das kann doch nicht sein. Da gibt's dann nicht irgendwie so eine Art Befehl. Ey Siri, mach die Spülmaschine zu. Mach doch selber. Oh Gott, stell dir mal vor, du hast dein Handy nicht dabei und du kannst niemanden erreichen, dich hört niemand. Sie war im fensterlosen Bad. Stell dir mal vor, da verhungerst du. Im Klo, weil deine Spülmaschine dich nicht rauslässt. Und dann stirbst du und kommst in den Himmel und triffst da deine verstorbenen Verwandten. Und die sagen alle, hä, was machst du schon hier? Was ist passiert? Krankheit, Unfall? Da würde ich sagen, Unfall, das ist doch viel zu peinlich. Urlauber verzweifeln. Hotel auf Teneriffa entfernt Handtücher von reservierten Liegen. Ist das immer noch ein Ding? Ist es ernsthaft noch ein Ding? Schon früh am Morgen reservieren so einige Reisende die besten Liegen mit Handtüchern. In einem Hotel auf Teneriffa greifen die Hotelmitarbeiter nun durch und entfernen die Tücher. Ey Leute, das macht man das ernsthaft noch? Und dann stellen sich Leute einen Wecker im Urlaub und sagen, Herbert müsste noch die Handtücher rauslegen. Bundespräsident Steinmeier übernimmt Patenschaft für Bushidos Drillinge. Warte mal ganz kurz. Bushido hat Drillinge bekommen? Okay. Ehrenpatenschaft übernommen. Man darf auch Ehrenpaten haben? Ich habe einen Patenonkel und eine Patentante. Kann ich noch ein paar Ehrenpaten haben? Zum Dank nennt Bushido sein neues Album Staatsfreund Nummer 1. Da steht, Voraussetzung ist eine kinderreiche Familie. Ist Steinmeier auch Patenonkel von allen Kellys? Aha.
Ich finde, dann könnte der Bushido auch die Drillinge Frank, Walter und Steinmeier nennen. Penis oder Pfeil? AfD-Gummibärchen amüsieren die Netzwelt. Ach so, man weiß nicht, ob das jetzt wie ein Penis aussieht oder ein Pfeil. Ja, AfD, Alternative für Dödel. Das heißt, die AfD liebt Dicks. Veganer Burger erhält Preis, weil er wie Menschenfleisch schmecken soll. Hä? Wie, woher weiß man das denn? Eine Pflanzenfleischmarke erhielt für ihren Human Meat Burger einen Kreativpreis? Hä? Viele fragen sich nun, woher wussten die, wie Menschenfleisch schmeckt? Ja. Ach so, von dem Beyond Meat Mann, der in die Menschennase gebissen hat. Das war ein Test. Also wenn der nach Menschen schmeckt, dann ist das ja quasi ein Burger-Burger. Das ist ein bisschen wie mit Gwyneth Paltrows Vagina-Kerzen, ne? Erst denkt man so, wie wurde das gemacht? Und dann, wer kauft das? Also wer guckt sich denn die Burger und denkt, irgendwie crispy bacon, lecker Fischburger, chicken Dings oder human? Oh, heute mal human. Okay, ich kann nicht mehr, ich brauche eine Herbstpause. Nein, Spaß! Ab Donnerstag widmen wir uns wieder den wirklich wichtigen Themen in der Die Caroline Kebekus Show um 22.50 Uhr im Ersten und ab 20.15 Uhr in der Mediathek. Bis dann!